Also hallo, ich bin der Felix Ilmuter, 15 Jahre alt, aus Bayern. Ich turne seit 10 Jahren beim TSV Unterhaching. Mein Heimtrainer ist Kurt Zilia, vielleicht kennen ihn manche, weiß ich nicht. Ich turne, weil ich Spaß an der Bewegung habe, weil meine Eltern mich dazu gebracht haben, als ich noch klein war, und seitdem mache ich das und ich kenne es auch nicht anders und kann mir auch keinen anderen Sport vorstellen. Dieses Jahr war für mich wettkampfmäßig sehr erfolgreich. Bei den deutschen Jugendmeisterschaften habe ich einen Titel geholt und bin einmal Vizemeister geworden. Danach war die erste Nominierung für einen Länderkampf für mich. Es war ein sehr großer Erfolg. Da sind wir Zweiter geworden, hinter Österreich leider. Und jetzt dann war ja deutscher Verbandspokal. Vielleicht waren da auch manche von Ihnen anwesend. Und da bin ich Sechster im Einzelranking geworden. Und deswegen wurde ich jetzt zum U18-Länderkampf-Qualifikation eingeladen und habe mich auch erfolgreich qualifiziert. Ich schaue jetzt auf diesen Länderkampf, dass ich mich da gut vorbereiten kann. Und nach dem Länderkampf ist im Dezember für mich nochmal ein U16-Länderkampf-Qualifikation. Und ich hoffe, dass ich mich da auch nochmal qualifizieren kann. Und genau. Ansonsten liegt jetzt halt mein Blick eigentlich auf das Erlernen neuer Teile, um auch nächstes Jahr im Wettkampf mithalten zu können. Felix, du kommst aus den Händen eines berühmten Turners, der früher aus Rumänien kam und unter anderem Marcel Nguyen vorbereitet hat. Du kennst den Marcel gut. Stimuliert dich das, diese Leistung von Marcel, der ja zu den Weltbesten gehört? Ja, also auf jeden Fall motiviert mich das. Ich habe gesehen, mein Trainer hat es schon zweimal geschafft. Vielleicht kennen manche Lukas Dauser, der tourt jetzt in Berlin. Und ich hoffe, dass er es mit mir nochmal schafft. Und ich bin auf jeden Fall sehr motiviert und versuche immer, meinem Trainer zu gehorchen und alles zu machen, was er mir sagt. Was machst du, wenn du nicht turnst? Viel Schulisches, weil ich nicht auf einem Sportgymnasium bin. Deswegen muss ich viel nach dem Training noch lernen oder Hausaufgaben machen. Ansonsten treffe ich mich gern mit Freunden. Mhm. Ja. Alles Gute für dich, die nächste Zeit und auch fürs nächste Jahr in Vorbereitung der Junioren-Europameisterschaften. Danke. Danke.